Gut, dann darf ich euch ganz herzlich begrüßen zur heutigen Pressekonferenz, in dem wir das scheinbar von der österreichischen Umwelt-, Agrarpolitik und von der Gesundheitspolitik in erster Linie auch ganz bedeckt gehalten wird, beziehungsweise ich würde sogar sagen, verschwiegen wird, während wir am Montag bereits mit einer ersten Presseaussendung ganz konkrete Schritte und Maßnahmen gefordert haben, wurde 2-3 Tage später dann schön ruhig zu später Medienzeit erste Kommentare laut, auch seitens Umwelt- und Landwirtschaftsminister Rubrechter wurde erst nach der EU-Diskussion über ein Importverbot reagiert. Thema ist ganz klar, diese Missstände auf den Fleischmärkten, auf den internationalen Fleischmärkten, das wir ständig aufzeigen, wo ständig schön geredet wird und wo jetzt ganz genau unser Thema zum Tragen kommt, regional und saisonal ist ideal und nicht industrielle Produktion und industrielle Verarbeitung, wo dann mit den Etiketten die heile Welt drauf fabriziert wird. Wir haben in Brasilien zum Beispiel, und man möge es nicht glauben, hier ein erstes aktuelles Beispiel, das habe ich heute erworben, bei einem Großlieferanten, der Großküchen, Gastronomie und Hotellerie beliefert und Systemgastronomie, brasilianischer Lungenbraten, nach über 20 Tagen Schiffsfahrt. In diesem Markt, in diesem Großmarkt zum Beispiel, ist von 12 Meter breiten Rindfleischregal 1 Meter Österreich. Das sind die Fakten. Man spricht in Österreich, und das ist der größte Vorwurf auch an die österreichische Agrarpolitik und an die österreichischen Verantwortlichen, Kammern, Bauernbund und Ministerium, dass die echten Zahlen nicht am Tisch kommen. Wir haben in Wirklichkeit, und vielleicht darf ich da ausholen auf diese Enquete, die wir zum Thema Fleisch gehabt haben, im Parlament, wo damals bereits von einer großen Profi-Fleischkette gesagt hat, wir haben circa nur mehr 38% österreichisches Fleisch in den Küchen, in den Regalen. Also wo ist der behauptete Überschuss und zum Kaufverhalten? So kann es der Konsument kaufen. Das ist einer der Supermärkte, der gerade den Umweltschutzpreis gekriegt hat. Brasilianisches, südamerikanisches Steak in diesem Markt gekauft. Also es wird quer durch in allen Geschäften angeboten. Wir haben uns hier einen kleinen Überblick erlaubt von der Systemgastronomie bis zu den Großküchen, bis zu den Privatmärkten, überall argentinisches und brasilianisches Rindfleisch, Geflügelfleisch, und das wird dann beworben bei uns mit dem gesunden, saftigen Fleisch, das auf den großen Prärien in Brasilien erzeugt wird, und so schaut dann die Realität aus. So schaut die Realität aus, das ist die tiergerechte Haltung, während wir in Österreich eine kindische Anbilderhaltungsdiskussion führen und hier die kleinen bäuerlichen Familienbetriebe in Bedrängnis bringen und schon den Strukturwandel extrem fortsetzen, ist das die Realität in den Feedlots in Brasilien. Und ganz wesentlich dazu, während wir zum wirklich gentechnikfrei und hormonfrei garantiert füttern in Österreich, hier ist das kein Thema. Man kann sich denken, was dieser LKW in seinem Mischwagen drinnen hat, welchen Cocktail, und man sieht auch, in welchen Massenmengen die Rinder zusammengepfercht sind. Das ist das nächste Beispiel, glaube ich, das wir dürfen den Schweinebereich nicht vergessen, oder bleiben wir zuerst noch bei den Rindern, Schafen und Geflügel. Das ist eines der größten Schiffe, wie die Tiere dann am Meer transportiert werden. Das ist ein Schiff mit 18.200 Rindern, mit 18.200 Rindern, damit man sich die Dimensionen vorstellen kann. Das gerade von Uruguay wegfährt, und damit man auch diese Tierschutzaspekte mit hineinnimmt in die gesamte Diskussion, weil damit hat es auch zu tun. Regional ist ideal. Und hier ein Beispiel, weil immer so geredet wird, die heile Markt, das ist ein Rindertransporter vor einem hinter einem österreichischen Schlachthof, der zum Beispiel in der Woche von 1000 Rindern
900 ausländische verarbeitet. Und dann wissen wir, irgendwann, wann genau können wir nicht sagen, wird das Österreich. Und das ist genau, das sind die Themen, dass man das in ganz klarer, aber in ganz klarer Weise aufzeigt, was hier mit dem Konsumenten passiert, dass der Konsument überhaupt keine Chance hat. Wir haben bei der Kennzeichnung maximal 13% beim Frischfleisch, wo wir die Herkunft nachweisen können, und bei den Verarbeitungsprodukten von 3-4%. Also der Konsument weiß überhaupt nicht, was er vorgesetzt bekommt, und deshalb ganz klipp und klar die Forderung unsererseits, dass man endlich dieses Qualitätsgütesiegelgesetz umsetzt, dass man in der Gastronomie ganz klar die Herkunftskennzeichnung, so wie in der Schweiz, durchführt, dass endlich der Konsument auch weiß, was am Teller ist. Das ist keine Bürokratie, ganz im Gegenteil, wenn der Partner oder der Wirt oder das Hotel diese Geschäftsfelder ehrlich macht, dann braucht er nur anzugeben, bei welchen Lieferanten er kauft, und dann soll er den Preis geben, und wir werden auch anschauen, was der Lieferant liefert. Das ist der Kernpunkt. Wenn das österreichische Qualität ist, die von so einem Lastwagen kommt, das ist in dem Fall ein ungarischer, das wollen wir nicht. Das muss die Geburt, das muss die Fütterung und die Schlachtung nachgewiesen werden. Aber wie gesagt, das ist einmal zum Ersten. Ich möchte jetzt nicht mehr länger die Zeit in Anspruch nehmen, und meine Kollegin, die Frau Waldor-Dietrich, die den Aspekt aus Sicht der Konsumenten, aus ihrer Praxis in der Steiermark, mit den Problemen auf den Almen und dort mit der Rinderwirtschaft, auch mit den Wanderern, darzustellen. Danke. Danke, Leo. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Danke, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und das Tolle an Leo Steinbichler, er ist ja auf der einen Seite Landwirtschaftssprecher, auf der anderen Seite auch Obmann des Konsumentenschutzausschusses, ist, dass er die Probleme, so wie sie sind, ungeschönt anspricht. Und das zeichnet dich aus, dass gerade du diesen Gammelfleischskandal, der uns jetzt in den letzten Tagen beschäftigt, so klar ansprichst, weil von den anderen Parteien hört man gerade zu diesem Thema, ein Thema, das jeden Österreicher direkt betrifft, kein Wort. Und da ist auch schon meine Empörung drin, weil Ernährung steht in unmittelbarem Zusammenhang mit Gesundheit. Wir haben, Gott sei Dank, in der Bevölkerung ein zunehmendes eine zunehmende Gesundheitsverantwortung, eine zunehmende Sicht auf die Nahrungsmittel. Es ist mehr Bewusstsein drin. Viele wollen sich gesund ernähren, weil sie eben den Zusammenhang zwischen Ernährung und Gesundheit begriffen haben. Und jene Konsumenten, die jetzt wirklich mit gutem Gewissen einkaufen wollen, eine qualitätsvolle Ware, die werden oft durch diesen Gütesiegel-Dschungel, der bewusst oder unbewusst initiiert ist, das bleibt Ihnen überlassen, wie Sie das sehen wollen, verunsichert, und die kaufen oft um viel Geld eine qualitativ minderwertige Ware. Und auf der Strecke bleibt nicht nur der Konsument, auf der Strecke bleibt auch der heimische Landwirt. Meine geschätzten Damen und Herren, der heimische Landwirt stirbt leise, während in der Öffentlichkeit noch immer das Klischee von der heilen Welt verbreitet wird. Und dass es so weit gekommen ist, dass viele in der Landwirtschaft sagen, es geht sich nicht mehr aus, das ist ganz klar, bei einem Stundenlohn von 0,5 Euro in der Stunde bis 3 Euro. Das ist der Schritt, den die Landwirtschaft jetzt setzt, aufgrund verfehlter Agrarpolitik der letzten Jahrzehnte, aufgrund verfehlter Beratung der letzten Jahrzehnte und aufgrund falscher politischer Schritte. Man hat den Bauern Sand in die Augen gestreut, zum Beispiel beim Thema EU-Beitritt, wo viele die große Chance gewittert haben, jetzt wird es besser, oder beim Thema Milchkontingentabschaffung, wo viele Betriebe investiert haben, auf Teufel komm raus, in der Hoffnung, auch auf Beratung hin, jetzt wird der Preis steigen, jetzt geht es uns besser.
Meine geschätzten Damen und Herren, wir sind auf der einen Seite für die Bauern als Produzenten. Wir bekennen uns ganz klar und ohne Zweifel für den heimischen Familienbetrieb. Wir stehen voll dahinter, dass der bäuerliche Betrieb nicht nur eine große Vergangenheit hat, sondern auch eine große Zukunft. Dafür setzen wir uns ein. Und wir wollen aber auch den Konsumenten als Partner für die Landwirtschaft gewinnen. Wir wissen, der Konsument wäre bereit, aber die Politik steht noch dazwischen mit AMA, mit sonstigen Institutionen, mit Gütesiegel. Wir waren, die das noch verhindern, dass der Konsument tatsächlich auch nach heimischer Ware greift. Vielleicht ein paar Daten dazu. Die Tiroler Tageszeitung hat geschrieben, dass alle 3,5 Stunden ein Milchviehbetrieb aufhört und das schon die letzten 20 Jahre rückblickend. Alle 3,5 Stunden hört ein Milchproduzent auf und sagt, es passt nicht mehr. Der Standard hat gesagt, jährlich hören 2300 Betriebe auf, während wir 1970 noch 400.000 landwirtschaftliche Betriebe hatten, sind es jetzt gerade mal 160.000. Wer den grünen Bericht liest, weiß, in den letzten 5 Jahren minus, 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 minus beim Einkommen. Und das ist ganz klar, dass sich der landwirtschaftliche Betrieb, wenn er nicht wirklich unterstützt wird von der Politik, nämlich ernsthaft einmal, dass man Praktiker ans Werk lässt, die diese überbordende Bürokratie aufräumen und einmal schauen, was wäre ein normales Maß an bürokratischen Rahmenbedingungen, dass es dann den landwirtschaftlichen Betrieb einfach nicht mehr gibt, weil er nicht wettbewerbsfähig ist. Und dass die EU, glaube ich, relativ wenig Interesse hat, die landwirtschaftlichen Betriebe zu erhalten. Das zeigt sich ja wohl, wenn die Förderbank der Europäischen Union Legehennenbetriebe in der Ukraine fördert, wo in Käfighaltung Flüssigei, Trockenei produziert wird, die dann zu Dumpingpreisen auf den österreichischen, auf den europäischen Markt kommen und hier den Preis zerstören. Das ist aus unserer Sicht eine absolut verfehlte Agrarpolitik, nicht nur in Österreich, sondern auch in Europa. Und die Folgen davon sind, dass der ländliche Raum stirbt. Das merkt man jetzt in vielen Bereichen schon, dass die Wiesen, die vor Jahrzehnten von den Ahnen unter schwersten und schwierigsten Bedingungen gerodet wurden, wieder aufgepflanzt werden, dass die Almen nicht mehr beweidet werden. Und jene, die die Hoffnung haben, Tourismus betreiben zu können ohne Bauern, denen kann ich sagen, diese Rechnung wird nicht aufgehen. Und dann ist es vielleicht zu spät, weil dann gibt es die Bauern nicht mehr, dann gibt es nicht mehr die Milchvieh- oder die viehhaltenden Betriebe, die ihre Rinder auf die Almen treiben. Und den Bauern wird eh schon sehr, sehr schwierig gemacht. Das zeigt ja wohl das Tiroler Beispiel, wo vor 2 Jahren eine Dame, leider Gottes, von Muttertieren, von Rindern zu Tode getrampelt wurde, weil sie das, was jeder Bauer, was jeder Mensch weiß, was auch auf Schildern gestanden ist, nicht eingehalten hat, nämlich den Abstand zu Muttertieren. Nein, im Gegenteil, sie ist sogar noch mit einem Hund dort spaziert. Und das ist ein natürlicher Instinkt, dass die Tiere ihre Kälber schützen wollen, dass sie den Hund attackieren. Und da ist dieser grässliche Unfall zustande gekommen. Jetzt klagt die Familie den Bauern ein auf 360.000 Euro Schadenersatz. Und sollte die Familie recht haben, dann wird die gesamte Weidewirtschaft infrage gestellt. Aber was in diesem Zusammenhang vielleicht auch zu sehen ist, ein Thema, das dem man viel zu wenig Augenmerk gibt, was jetzt in den Tierschutzverhandlungen wieder aktualisiert wurde und wird, das ist die Anbindehaltung. Das heißt, wir können den Bauern schon noch mehr Auflagen erteilen seitens der Politik, im Glauben, wir tun etwas Gutes. Aber ich gebe zu bedenken, dass gerade diese Haltungsform Generationen überdauert hat.
dass diese Haltungsform bei Kühen jene ist, die hervorgebracht hat, dass Kühe, ich glaube, du hast eine, die 17 Laktationen hat. Während in den Freilaufstellen sind es 3 Laktationen. 4. Ich weiß von einer Dame, die umgestellt hat von Anbindehaltung auf Freilaufhaltung, da sind gleich einmal von 18 Kühen 3 Kühe eingegangen durch die Aggressivität, weil sie es gar nicht gewohnt waren. Die älteren Tiere tun sich da wahnsinnig schwer. Und das ist oft verfehlter Tierschutz, mangelnde Kenntnis und einfach der Glaube, man muss etwas verändern, was sich in Wahrheit über Generationen bewährt hat. Und auch von unserer Seite, von Team Stronach, ein klares Bekenntnis. Wir wollen hier keine Änderung. Wir wollen, dass die Anbindehaltung auch in Zukunft bestehen kann. Für jene Bauern, die das wollen. Weil wenn wir jetzt die Bauern, die finanziell ohnehin schon so unter Druck sind, speziell die Milchbauern, die ja überhaupt nicht mehr mitkommen durch den Preisverfall, wenn wir denen noch zusätzliche Auflagen verordnen, dann kann ich Ihnen sagen, dass die letzten Milchbauern zusperren werden, dass viele nicht mehr umstellen werden, nicht mehr investieren können, weil sie einfach das Geld nicht mehr haben. Und da hat die Politik auch eine Verantwortung, nicht immer nur für Tierschutz, sondern auch für eine Berufsgruppe, die letztendlich die Ahnen von uns allen sind. Das sind die Wurzeln unserer Bevölkerung. Mein Kollege Leopold Steinbichler hat es schon angesprochen. Regional und saisonal ist ideal. Wir glauben, dass der Bund hier eine große Verantwortung hat. Das heißt, dort, wo öffentliche Verköstigung vorgenommen wird, sei es in LKHs, in Kindergärten, da sind Länder, Bund, Gemeinden gefordert, Vorbildwirkung zu haben. Es ist wichtig, von seitens der Schulen die jungen Menschen darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig gesunde Ernährung ist. Das sind einfach Parameter, wofür wir uns einsetzen. Das muss Standard sein. Die jungen Menschen müssen wissen, wenn sie etwas essen, ist das gesund oder nicht. Damit sie das unterscheiden können, damit die Mütter das unterscheiden können, brauchen wir endlich ein Qualitätsgütesiegelgesetz, das als solches tatsächlich bezeichnet werden kann, wo der Konsument rasch und sofort entscheiden kann und mit gutem Gewissen sich für österreichische Ware entscheiden kann. Weil mit österreichischer Ware ist er gut beraten. Ja, danke, lieber Walter. Ich darf vielleicht noch ganz kurz ergänzen dazu und Hans Gmeiner zitieren, der vor einem Jahr bereits gesprochen hat von einem Multiorganversagen der Agrar- und Umweltpolitik. Der hat es am Punkt gebracht und es ist ja bezeichnend, dass diejenigen, die Befürworter, für die die Bonsita, die da dafür gekämpft haben, blind runtergelaufen ist im Parlament, unverständlicherweise, der Wohlstand ist gefährdet, wenn das nicht sofort umgesetzt wird. Jetzt auf einmal sprechen, jetzt brauchen wir ein Importverbot und die wechseln die Meinung wie den Wind. Also so geht das überhaupt nicht. Und was die Kollegin Dietrich gerade gesagt hat, die Anbindehaltung ist in Österreich eine ganz traditionelle Form. Und hat einen ganz großen Vorteil, dass dort der Mensch-Tier-Kontakt erhalten bleibt. Und deshalb haben wir früher diese Probleme nicht gehabt. Redet mit euren Eltern, Großeltern, da haben die Kühe die Wanderer gelegt, haben sie gestreichelt, da hat es keine Probleme gegeben. Die Laufstellhaltung wildert diese Tiere wieder aus, der Urinstinkt kommt zurück. Und dann verwundern sie sich, diese Befürworter, dass sie irgendwann einmal dann mit einem unangenehmen Kontakt mit Tieren kommen. Ganz kurz noch zur Situation Brasilien, Riesengeschäft. 14 Milliarden noch Brasilien mit Rindfleisch Geld. Aber ich denke, da sollten wir jetzt einmal diese Exportnotwendigkeiten hinterfragen. Wenn Österreich um 14 Milliarden importiert aus Brasilien, wo sind dann die Notwendigkeiten für unsere Exporte, wenn man sagt, wir müssen in die Türkei exportieren und wir brauchen ausländische Märkte? Wir haben die Ernährungssouveränität nicht mehr. Wir sind bereits nicht mehr so weit, dass wir unser eigenes Land versorgen können. Und die Statistiken, die da am Markt sind, glaube ich, sind zum Großteil das Papier nicht wert, worauf sie geschrieben sind. Genau dasselbe bei den Schweinen. Ist doch erst ein halbes Jahr aus in Vorarlberg. Und heftigste Kritik
an den Kammern, an der sogenannten Interessensvertretung, heftigste Kritik an der Rinderbörse, an der Schweinebörse. Die arbeiten für andere Interessen, aber nicht für die bäuerlichen. Und eins muss einmal ganz bitten und klar Schluss sein. Und damit möchte ich noch einmal kurz zum heute Nachmittag stattfindenden Tourismusausschuss kommen. Die Zeit muss vorbei sein, dass der heimische Konsument, aber ganz besonders die internationalen Gäste, dann wieder einen schönen Panoramablick draußen sitzen, im Gastgarten oder beim Hotelfenster hinausschauen, vor den Augen glückliche Rinder haben und das am Teller haben. Das sind die Fakten. Das geht einfach nicht. Die kommen zu uns wegen der super Luft- und Wassergüte. Die kommen zu uns wegen wirklich der super Kulturlandschaft, die wir haben. Die wird mit solchen Aktionen zerstört. Die wird mit solchen Aktionen verwalten. Die wird mit solchen Aktionen etwas werden für die Geschichtsbücher. Und das wird die Realität werden. Knallharte industrielle Produktion mit wunderschönen Naturpickerl. Das kann nicht sein, dem muss dringendst Einhalt geboten werden. Danke vielmals. Gibt es Fragen? Diagnose ist gestellt. Wie schaut es mit der Therapie aus? Welche konkreten Forderungen außer Gütezeiten, Ersatzgesetz, sage ich jetzt einmal, und Änderungen der Exportstrategie? Mit Fleisch, Lebendtiere, Türkei, einerseits raus dafür, andererseits billiger, in Anführungszeichen billiges brasilianisches und argentinisches Fleisch herein. Welche Forderungen an die Gesundheitsministerin, an die neue bzw. an den Landwirtschaftsminister? Ja, es ist bezeichnend, wenn seit 2009, damals hat es schon einen Fünf-Parteien-Antrag gegeben, dieses Qualitätsgütersiegelgesetz verdacht wird. Es ist unverantwortlich. Es geht der Volkswirtschaft zugrunde. Warum? Weil in die ganzen Aspekte, die auch die Kollegin Dietrich aufgezeigt hat, das trifft den ländlichen Raum ganz besonders, wenn man damit das entwertet, weil die Produktion dort zusammenbricht und wie gesagt Richtung industrielle Verarbeitung und industrieller Herkunft kommt. Zur Frage Exportstrategie. Ich glaube, das ist genau das Problem, das uns bei der Internationalisierung der Märkte voll trifft, dass einfach auf Märkte hin produziert wird und dort keine Tierschutzstandards, keine Tierschutzaspekte Berücksichtigung finden. Wir wissen ganz genau, wie viele Anführungszeichen Zuchtrinde exportiert werden und nach der Geburt dann am Teller landen, weil sie verspeist werden. Punkt 1. Punkt 2. Ich glaube, das Wesentliche sollte sein, dass wir den heimischen Markt bearbeiten, nicht nur aus Sicht der Kulturraumpflege, sondern auch aus Sicht der Futtermittelwirtschaft. Wir wissen, Dauerwiesen, Kleegras, Luzerne ist heimisches, wertvollstes Eiweiß. Wir reden über von der Regenwaldabholzung im Zuge von Baumwolle, Soja, Palmöl, weil wir gar nicht mehr wissen, wie richtige Kreislaufwirtschaft funktioniert. Und wenn wir hier wieder mehr regional arbeiten, haben wir auch ganz einen wesentlichen Aspekt und Beitrag geleistet zur Sicherung und Erhaltung des ländlichen Raumes. Diese Finanzausgleiche werden das Problem nicht lösen können. Wenn es dort zu einer massiven Abwanderung kommt, das trifft den Wirt, das trifft die Arbeitnehmer, das trifft das Klein- und Mittelgewerbe, die tragende Säule bei uns und ganz massiv natürlich den bäuerlichen Familienbetrieb. Die Zeche zahlen die Konsumenten und das sind wir zu 100% alle. Aus meiner Sicht wäre es auch sinnvoll, eine Imagekampagne für heimische Ware, für heimisches Fleisch, für heimisches Gemüse zu starten, um den Konsumenten wirklich die Sinne zu schärfen, die positiven Vorteile unserer Bewirtschaftungsform in den Vordergrund zu stellen, damit der Konsument von sich aus schon nach heimischer Ware greift, weil das wäre der richtige Griff im Regal. Und die ganz lapidare Forderung, ich streiche keinen Buchstaben weg, auch die Forderung der IG Fleisch, damals entstehend aus der IG Milch, wo Österreich draufsteht, muss Österreich drinnen sein.
Das kann ich sehen, diese Unsitte, die uns auch in allen anderen Bereichen trifft, wo dann oftmals etwas als Agrarexport und als Agrarexporterfolg gewertet wird, was es mit Österreich überhaupt nichts zu tun hat. Weil ausländischer Rohstoff, ausländischer Herkunft oder erst besonders auch bei Rindern und Schweinen durch die Schlachtung in Österreich zur österreichischen Anführungszeichen Ware wird. Ganz eine heftige Kritik auch an den Tiergesundheitsdienst und an den Veterinärbehörden, die oftmals die Ausführenden sind. Wir müssen von den ausländischen Rindern und Schweinen das AT-Zeichen runtertun. Und wenn das 1000-mal Genusstauglichkeitskennzeichen heißt, dann sollen sie von mir aus GD hinaufstempeln oder genusstauglich hinaufstempeln, aber nicht in unserem Fall das Landeszeichen AD. Wir haben bereits Geflügelprodukte bei uns im Land. Jetzt kommt ja wieder die Grillzeit, wo man beim Händel drei verschiedene Länder drauf hat in der Verpackung. Der arme Konsument ist ja wirklich verurteilt, dass er einfach isst und hofft und vertraut, und das ist kein Grundsatz. Das ist kein wirtschaftlicher Grundsatz. Wir brauchen einen fairen regionalen Markt.